Wie komme ich in mein berufliches Potenzial, sodass ich davon leben kann? Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Wie komme ich in mein berufliches Potenzial? Also, indem du dir immer wieder die Frage stellst, was ist denn meine ganz eigene Gabe, wo liegt meine Kreativität, was mache ich gerne, in welchem Bereich helfe ich anderen Menschen gerne, wo werde ich oft um Rat gefragt, was habe ich als Kind gerne gemacht, was waren als Kind so meine Träume, was ich beruflich gerne machen möchte, was ist zum Beispiel mein Hobby, womit verbringe ich gerne meine Zeit und wie kann ich mit diesen Dingen, also diese Fragen, die ich jetzt einfach mal so habe fließen lassen, wie kann ich mit diesen Dingen anderen Menschen helfen? Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt, ist dazu auch eine wunderbare Frage, die du dir dazu einfach auch stellen kannst. Denn diese Themen, diese Fragen, die ich eben so von mir gegeben habe, das hat man uns ja in der Kinderstube nie beigebracht oder im späteren Teenageralter oder Erwachsenenalter, dass wir uns diese Fragen stellen, sondern wir sind ja aufgrund unserer Glaubenssätze und Prägungen, haben wir unser Schulsystem durchlaufen, haben dann einen Beruf erlernt oder haben studiert, des Studierens willens vielleicht, oder einen Beruf erlernt, was sich einfach gerade so angeboten hat oder wo wir dachten, okay, damit kann ich mich arrangieren, damit der Kühlschrank einfach gefüllt wird. Und diesen Weg sind wir ja aufgrund unserer Glaubenssätze und Muster und Prägungen einfach gegangen, bis wir dann irgendwann nach ein paar Berufsjahren, bei dem einen sind das ein paar Jahre, bei dem anderen dauert es ein bisschen länger, auf den Trichter kommen, okay, das ist jetzt nicht das, was ich mir wirklich so mein Leben lang vorstellen kann, was mich wirklich erfüllt, oder es ist vielleicht auch schon so weit, dass der Körper Disharmonien zeigt, sprich Krankheitssymptome auf welcher Art und Weise auch immer. Und da gilt es dann natürlich diesen Glaubenssatz, dass ich da nach diesem Glaubenssatz einfach nur mein Geld verdienen kann, auflöse, indem ich diesen hinterfrage und dahingehend auch ändere, dass ich auch mit dem, was meine wirkliche Berufung ist, die ich dann eben aufgrund der vorhergehenden Sätze gefunden habe, auch damit einfach die entsprechend nötige Geldenergie in mein Leben lassen kann. Denn wenn du dann mit diesen Fragen, die ich eingangs erwähnt habe, schon mal herausfindest, was wirklich deine Gabe, deine eigene Kreativität ist, was deine Einzigartigkeit ist, die dich in deiner Persönlichkeit ausmacht, dann kannst du dir die Frage stellen, wie kann ich anderen Menschen damit dienen? Dann bekommst du erste Inspirationen, Aspekte, Ideen und Gedanken schon mal dazu. Und diese Gedanken kannst du dann weiter ausformen und dich fragen, wie kann ich da jetzt schon mal nebenberuflich zum Beispiel anderen Menschen helfen in diesem Bereich, was meine eigene Gabe ist? Und dann fängst du einfach zum Beispiel in deinem Umfeld schon mal an, ganz bewusst da Menschen in der Richtung zu helfen und zu unterstützen. Im nächsten Schritt kannst du dir zum Beispiel eine Homepage erstellen, damit du in Zeiten des Internets da eine größere Menschenmenge einfach erreichst, und dann beginnst du einfach dir auch zu überlegen, was ist es mir wert oder was darf es dem Gegenüber wert sein im Hinblick auf den Energieausgleich, wenn du jemandem deine Zeit schenkst und ihm da einfach in irgendeinem Bereich weiterhilfst, was ist es dir wert und was darf es dem Gegenüber wert sein, dieser gegenseitige Energieausgleich. Und dann fängst du einfach mal an, dieses Angebot in die Welt hinauszutragen, dich publik zu machen, und schaust einfach mal, was passiert. Du kannst zum Beispiel auch einen YouTube-Kanal starten, um dich publik zu machen. Du kannst einen Blog starten, wenn du lieber schreibst, wenn du lieber sprichst. Du kannst das Ganze mit einem Podcast zum Beispiel unterstützen, dass du einen Podcast, eine Podcast-Plattform zu deinem Thema aufmachst und damit Menschen erreichst. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, dich da publik zu machen. Und dann einfach ohne Druck das Ganze einfach mal starten, immer so nach dem Motto, wie ich auch mal gestartet bin vor 12 Jahren, lieber unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen, und dann einfach so Schritt für Schritt deinen Weg gehen, eine Basis schaffen, und dann wirst du merken, wie du dich mehr und mehr einfach auch entwickelst,
deine Gaben einfach mehr entwickelst, wie die Nachfrage nach dir, nach deiner eigenen Gabe größer wird, wie du dann eben auch entsprechend mehr Geldenergie generieren kannst auf verschiedenste Art und Weise. Ja, und dann auch irgendwann, da kannst du dir natürlich auch ein Ziel stecken, in einem Jahr, in zwei Jahren, und dann natürlich dieses Ziel herunterbrechen, dass du wirklich so einen genauen Plan hast, was man zu tun ist, um dann eben, ja, dich aus deinem jetzigen Beruf zu verabschieden und deine wirklich wahre Berufung einfach zu leben, weil sie dir so viel Geldenergie jeden Monat dann beschert, dass du gut davon leben kannst. Ich wünsche dir aus ganzem Herzen, bleib auf dem Weg, schau, wo dein eigenes Potenzial liegt, deine Gaben, und mach was draus. Denk dran, du bist einzigartig und dein Potenzial wartet auch nur darauf, von dir entdeckt zu werden und sich voll entfalten zu können. Bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Irmgard.